Hallo und herzlich willkommen zur Streckenvorstellung zum vierten Lauf des GHD Ü40 Cups auf dem Red Bull Ring, präsentiert von simraceshop.de. Ich habe mir das Fahrzeug von Björn Schumacher von Sim10 geliehen und heute wird ein Österreicher die Kommentation der Streckenvorstellung auf der österreichischen Strecke übernehmen. Mein Teamkollege Manuel Heuer von DE Simsport, bitteschön. Servus Chris, seid in der wunderschönen Steiermark. Vollgas, geht's Richtung Kurve 1. Bei 70 Meter hart bremsen, runter in den zweiten, schön Scheitelpunkt treffen, raus bis auf den Sausage Curb und dann gehen wir schon wieder Vollgas Richtung Remus-Kurve, sehr steiles Bergaufstück. Merkt man erst, wenn man wirklich einmal dort drin ist, dann so weit links wie möglich halten, ein paar 100 Meter scharf bremsen, runter in den ersten, ein bisschen weniger Speed mitnehmen, dass wir schön rumkommen, wieder raus auf den Sausage Curb und dann geht es schon wieder runter, Vollgas Richtung Schlossgold. Bis rauf in den fünften Gang. Schauen wir, dass wir sie so weit links wie möglich halten. 100 Meter hart bremsen, nicht zu viel Speed mitnehmen, dass wir einen Exit erwischen. Dann geht es ab in die Rauchkurve. Vierter Gang, dann runter in den dritten. Schön Innenkörb konzentrieren, rausdrücken lassen. Wieder einen Teil von der Kurzanbindung mitnehmen, um so wenig Radius wie möglich zu haben und so viel Speed wie möglich in die letzten beiden Rechtskurven mitzunehmen. Es war eine sehr schwierige Kurve in meinen Augen. Bei 50 Meter scharf bremsen, rumzirkeln und dann gleich nur mehr rechts. Und dann ziehen wir schon wieder raus auf Startziel mit viel Speed, wenn es möglich ist. Und dann hätten wir schon eine Runde wieder geschafft. Und das war sie, eine Runde auf dem Red Bull Ring der Grand Prix Variante. Jetzt wünsche ich allen Fahrern und Zuschauern viel Spaß mit dem vierten Lauf und euren Kommentatoren Patrick Jarzynski und Stefan Elbert. Vielen Dank!